Wieder einmal präsentiert der Opernale e.V. zur Förderung der darstellenden Künste in Mecklenburg-Vorpommern ein besonderes Programm. Vom 2. bis zum 11. August finden auf dem Gelände des Schlosses in Griebenow über 20 Veranstaltungen statt. Darunter auch die Aufführung der musikalischen Komödie Die Bettleroper. Derzeit laufen die Proben in der Turmscheune auf Hochtouren. Während der einwöchigen Opernale wird das Stück von John Gay und Christopher Pepusch insgesamt 7-mal aufgeführt. Die Handlung spielt in London zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Als der einflussreiche Mr. Peacham erfährt, dass seine Tochter Polly einen Straßenräuber geheiratet hat, ist er außer sich. Um den Gauner an den Galgen zu bringen und das Kopfgeld zu kassieren, spinnt er eine bühnenreife Intrige. Premiere der Bettleroper ist am 2. August um 19 Uhr in der Turmscheune in Griebenow. Karten gibt's im Internet, an den Touristeninformationen sowie an den Theaterkassen.